Helene Fischer, ESC-Legende Ralf Siegel kritisiert die Schlagersängerin. Helene Fischers erfolgreichsten Jahre seien vorbei, meint Ralf Siegel. Obwohl er ihre Bühnenperformance lobt, kritisiert er den Stil der beliebten Schlagersängerin. Ralf Siegel, 78, bekannt für seine Erfolge beim ESC, hat in einem Interview mit Freizeitkönig Helene Fischer, 39, kritisiert. Obwohl sie zu den bekanntesten Schlagerstars Deutschlands gehört, hat Helene Fischer laut Siegel ihre besten Karrierejahre hinter sich. Ihre heutigen Songs bezeichnet er als American German Pop. Der erfahrene Hitproduzent ist der Meinung, dass sich Helene Fischer von dem Erfolgsrezept, das sie berühmt gemacht hat, entfernt hat. Er betont, dass viele Künstler diesen Fehler machen, was oft in den Niedergang ihrer Karriere mündet. Siegel bezweifelt, dass Fischers aktuelle Musik bei ihren Fans gut ankommt. Helene Fischers Lieder klingen nicht mehr nach klassischem Schlager. Die Schlagersängerin, die durch Hits wie Atemlos berühmt wurde, wird nun für ihren aktuellen Musikstil kritisiert, denn sie hat inzwischen auch ihren eigenen Stil entwickelt, der sehr gefährlich ist. Ralf Siegel erklärt, dass es immer gefährlich sei, sich zu sehr vom ursprünglichen Erfolgsrezept zu distanzieren. Seiner Meinung nach klingen ihre aktuellen Lieder nicht mehr nach klassischem Schlager, sondern nach einer Mischung aus amerikanischen und deutschen Pop-Elementen. Diese Entwicklung könnte laut Siegel das Ende ihrer erfolgreichsten Zeiten als Schlagersängerin bedeuten. Ihren Höhepunkt nochmal auszuweiten, halte ich für sehr schwierig, betonte der Produzent. Fans und Kollegen sind geteilter Meinung über Fischers neuen Stil. Respekt vor Helene Fischers Bühnenperformance. Ralf Siegel kennt die Tücken der Musikindustrie nur zu gut. Er warnt, dass viele Künstler denselben Fehler machen wie Helene Fischer. Sie ändern ihren Stil zu drastisch und verlieren dadurch ihre treue Anhängerschaft. Siegel hat im Laufe seiner Karriere mit zahlreichen Stars zusammengearbeitet und viele Erfolge gefeiert. Doch er betont, dass Beständigkeit und die Beibehaltung des eigenen Stils entscheidend für eine lang anhaltende Karriere sind. Trotz der Kritik zeigt Ralf Siegel auch Respekt vor Helene Fischers Bühnenperformance. Ihre akrobatischen Auftritte und spektakulären Shows sind beeindruckend. Helene ist sehr professionell, macht alles selber, lobte er bereits 2022 in einem Interview mit The Online. Doch auch hier sieht er Herausforderungen für die Zukunft. Er bezweifelt, dass Fischer in den kommenden Jahren die gleiche Energie für ihre Shows aufbringen kann. Ob sie solche Nummern noch lange machen kann, sei fraglich.